bzw. Gesamtinformationsveranstaltung. Wir haben uns letzte Woche um die gleiche Zeit hier versammelt, um mit der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen bezüglich unserer Probleme der Raumproblematik. In der vergangenen Woche ist eine ganze Menge passiert. Die vergangene Woche war reich an Turbulenzen und jeder Tag hat neue Informationen gebracht. Das heißt, dass an jedem Tag von vielen Seiten her die Problematik an unserer Schule beleuchtet worden ist und Wege und Maßnahmen besprochen worden sind, wie wir diese Problematik lösen können. Sie selbst, Sie als Eltern und auch unsere Schüler sind vielfach über die Homepage, aber auch über das Internet Stadtverwaltung informiert worden, wie es weitergehen soll. Der heutige Tag soll jedoch nochmal verdeutlichen, was seitens der Verwaltung inzwischen auf den Weg gebracht worden ist, damit unsere Kinder innerhalb dieses Schuljahres an einem für uns im Moment unproblematischen Ort lernen können und dass unsere schöne Schule, die wir fast vor 3 Jahren, circa vor 3 Jahren eingeweiht haben, hier an dieser Stelle, wieder so schön wird wie vorher, wie sie im Moment noch ist. Hochtouren. Ich sage Ihnen, da ist mehr zu tun, als man das auf dem ersten Blick sieht. Es ist mehr als das Umziehen lassen von Stühlen und Tischen. Es beginnt beim Anschrauben von Seifenspendern und hört auf, dass im Moment in der Petersbergschule keine Trennwände an den Toiletten vorhanden sind. Also es ist wirklich noch das eine oder andere zu tun. Ich will aber, ja, wir haben halt alles nachgenutzt, was noch irgendwie zu nutzen ging. Ne? Das ist in Not macht erfinderisch. Ich will aber, und das sage ich im Besonderen, zu den Schülerinnen und Schülern, aber auch zu den Eltern. Ich möchte aber vorsichtig darauf hinweisen, Sie kommen aus einer sanierten Schule und Sie ziehen in eine unsanierte Schule. Es wird für den einen oder anderen so ein bisschen ein Kulturschock sein. Wir werden die Petersbergschule jetzt nicht in den nächsten 2 oder 3 Wochen irgendwie künstlich aufhübschen. Es ist eine unsanierte Schule. Ich bitte Sie, das in der Übergangszeit so auch hinzunehmen, dafür, das war ja der Wunsch, der auch hier geäußert wurde, dafür ziehen Sie schnellstmöglich hier aus möglicherweise belasteten Räumen aus und ich glaube, dass wir alle miteinander den Weg da gemeinsam gehen, die Priorität an der Stelle nicht auf die Schönheit, sondern auf die unbelasteten Räume. Und ich habe eine Frage. Ist es nur raus klargelegt worden, ist es nur ein Altlast oder ist es keine Altlast? Die Therme, ist die verarbeitet worden jetzt vor 3,5 Jahren oder sind das noch Altlasten von 1966? Das kann ich Ihnen beantworten, 66. Ja? Steht das fest, ja? Es baut im Jahre 2000 und irgendwas keiner mehr Therme mehr. Ja, es könnte ja sein, dass alte Bestände noch verarbeitet werden. Nein. Spät. Ja, Prüfkontrolle, allgemein der jugendlichen Kinder und den Eltern. Oder den Lehrer, Entschuldigung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass natürlich die alle Umweltgifte für Kinder und Jugendliche ist es am meisten gefährlicher als für Erwachsene, weil sie wachsen und eine junge Zelle es nimmt natürlich diese Gifte in sich auf. Aber bitte keine Debatte, die jetzt irgendwelche Teufel an die Wand malt in der Weise. Wir haben genauso gehört, es ist ein flüchtiger Stoff, das heißt an die Luft raus. Es ist ein, das hat Frau Dr. Meyer eben auch deutlich gemacht, es ist ein Stoff, dass wenn die Konzentration so hoch ist, dass es wirklich im hohen Maße schädlich ist, dass man sich alleine rausbegibt, weil man sagt, das halte ich hier im Raum nicht aus. Und es ist ein Stoff, der das Risiko birgt oder wo nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann, dass es krebserregend ist. Aber es ist nicht so, dass Sie jetzt fürchten müssen, dass alle Ihre Kinder im nächsten Jahr an Krebs erkranken. Also so ein bisschen will ich da schon, dass ich an der Stelle... In 10 Jahren, davon rede ich nicht. Deswegen nehmen wir es doch auch ernst. Und deswegen haben wir doch gesagt, wir dürfen keine Diskussion nicht mehr. Ich möchte nur, dass wir... Und deshalb nochmal, bitte klärt ab, wenn jemand kommt, was passiert und dass es keinen Hin und Her gibt. Das ist alles. Genau dasselbe wollte ich einfach auch sagen, dass Sie als Gesundheitsamt einfach den Ärzten einen Fahrplan erstellen und dann ist auch die Frage zu klären, über wen diese Laboruntersuchungen zu laufen haben, weil auch da hält sich die Unfallkarte raus und sagt ganz klar, das hat mit dem nichts zu tun. Und die Ärzte sind einfach verunsichert. Und Sie als Gesundheitsamt, die
die auch hierfür zuständig sind, müssen auch einfach mal ein paar Fahrten rausgeben und müssen sagen, bei den und den Beschwerden ist ein Blutbild zu machen, die Leberwerte, die Nierenwerte oder sonst irgendwas. Das machen wir, wenn es direkt mit Infektionserkrankungen mit uns zu tun hat. Wenn es aber ein Patient Beschwerden hat, entscheidet immer behandelnde Arzt, welche Untersuchungen durchgeführt werden und welche Therapiemaßnahmen getroffen werden müssen. Das ist jetzt auch soweit ja erstmal richtig, aber jetzt geht es hier um den ganz speziellen Teil. Es geht hier um die verunsicherten Eltern und so weiter. Und es muss doch irgendwo mal vom Gesundheitsamt wirklich die Empfehlung rausgehen, nicht, dass sie müssen das machen, sondern eine Empfehlung, dass zumindest mal die Blutbilder oder Nieren- und Leberwerte oder irgendwas, die müssen doch mal wissen, auf was sich das auf. Alles ist auch leider rausgegangen, beziehungsweise letztes Schuljahr. In unserem Raum 311 oben, der auch geschlossen ist. Wir hatten öfters Kopfschmerzen, gerade früh. Wir sind in den Raum rein und unsere Augen haben getränt. Wir haben auch Schüler hier noch dabei, die auch in meiner Klasse waren mit. Auch unsere Lehrerin, die hatte auch irgendwann mal einen weg, die hat auch gesagt, sie kann nicht mehr. Ja. Sie hat auch irgendwann gesagt, sie kann nicht mehr. Sie war 7 Stunden, manchmal 8, war sie ununterbrochen da oben drin. Wir haben die Augen getränt, sie hatte Kopfschmerzen. Ich und Klassenkameraden, wir lagen auf der Bank manchmal, weil wir gar nichts mehr machen konnten. Weil einfach die Luft richtig dick war und das ging nicht. Und wir wollen jetzt einfach mal Klarheit haben, alle hier. Sie reden hier immer weiter und die welche Klarheit erwarten Sie denn? Wir haben das Gutachten, was uns zur Verfügung steht. Das ist das, was wir im Moment in den Händen haben. Haben wir auf die Homepage gestellt, haben es ins Umweltamt gelegt, damit alle es sich angucken können und dazu noch die Erklärung. Und ich will dazu verstehen, dass die Eltern nicht möchten. Und die Eltern also, ich möchte jetzt Folgendes sagen. Also erstens, Florian und auch Sidney, eure Ängste verstehe ich. Schließen kann aber Frau Wolf auf keinen Fall die Schule. Denn so schwer wie das jetzt uns fällt, Unterricht, also der Schulalltag fällt nun mal in das Regularium des Thüringer Kultusministeriums. Das müsste dann in Absprache mit dem Kultusministerium erfolgen. Und da haben wir schon die erste Maßnahme, nämlich die Verkürzung des Unterrichts, organisiert. Ich weiß, dass einige von euch sagen, das bringt nichts. Ich weiß aber auch, dass einige von den Schülern diese Situation ganz gut nutzen, um vielleicht gar nicht alle, aber es gibt auch einige, die das ein Stückchen nutzen für ihre ganz persönlichen Dinge. Und da müssen wir einfach mal sagen, das ist auch nicht in Ordnung. Eure Ängste verstehe ich, aber lasst uns jetzt einfach mal nach vorne schauen. Morgen am Tag, das seht ihr ja, wenn er tagtäglich in die Schule kommt. Und wir haben jetzt noch 8 Schultage zu bewältigen, bis dann die Ferien kommen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Seitens der Stadtverwaltung ist eine ganze Menge in dieser Woche organisiert worden. Und von unserer Seite, von der Lehrerseite, Schulseite hier, tun wir alles das, was wir möglich machen können, damit es euch gut geht. Ihr könnt gewiss sein, dass wir uns auch nicht selber, wir sind ja auch Menschen, nicht nur die Schüler, sage ich jetzt mal, ohne euch nahe treten zu wollen, dass wir Lehrer uns auch nicht freiwillig diesen Belastungen aussetzen wollen. Also auch wir haben eine Gesundheit, auf die wir achten möchten und die wir im Blick haben müssen, genauso wie eure. Wir sind für euch verantwortlich und diese Verantwortung tragen wir gemeinsam jetzt auf dem Weg zum Umzug und zum hoffentlich ganz schnell wieder Einzug in die Schule.